Verwandten samt den schrägen Anverwandten sind heute genauso schlau. Rufen, dass es alle wissen, keinen will man da vermissen. Köpfchen zeigen! Oberenheim! Alle, die die Mutti wählten, alle, die den Steinbrück quälten, alle, die den Schweizer lieben, alle, die zu Hause blieben, alle, die die ohne Gläser machten, alle, die sich wieder mal verkrachten, alle, die schon immer gerne lachten, alle, die das Wir plakatitierten, alle, die mit Du kandidatierten, alle, die mit Euro spritzten, alle, die mit Geistesblitzen sprachlos gestern vor der Rohre sitzen, alle, die die Wahl verschwitzten und vergeigen, sagen wir, Köpfe zeigen! Kaufhaus, Fuzis, Ladensteher, Kassenmenschen, Geldumdreher, Lagerchefs, Versicherer und das Fräulein Kicherer, selbst aus Winterbach das Käthchen, alle, die sich gerne reiben, sagen wir, Köpfe zeigen! Angestellte Lohnarbeiter, Arbeitslose und Hartz-IVer, Schnellerdenker, Schnellkapierer, alle, die auf Urnen schwören, alle, die ihren Volksmund hören, alle, die in Tunnel steigen, sagen wir, Köpfchen zeigen! Oben bleiben! Leute, die am letzten Strohhalm saugen, reiben sich erstaunt die Augen. Atheisten, weise Christen, Demokraten von den Listen, Kandidaten, Träumern, Kämpfern, Realisten. Mit den alten Optimisten tanzen wir den Reigen. Köpfchen zeigen! Oben bleiben! Wenn die Worte nicht stimmen, liebe Freundinnen und Freunde, so misslingen die Werke. Misslingen die Werke, so gedeihen Kunst und Moral nicht. Gedeihen Kunst und Moral nicht, so trifft die Justiz nicht. Und trifft die Justiz nicht, weiß das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Also dulde man nicht, dass an den Worten etwas in Unordnung sei, sagte Konfuzius. Und wie recht er hat. Ich bin doch nicht blöd, sagen manche. Ich bin doch nicht blöd, sagt das Volk und tröstet sich über das eigene Volksvermögen hinweg. Das Volk, das meint den Menschen im Allgemeinen, der sich munter die Äste absägt, auf denen er der guten Aussicht wegen sitzen will, der anderen eine Grube gräbt und selbst hineinfällt und der sich voller Lebensfreude das eigene Grab schaufelt. Nichts kann ihn davon abbringen, an eine heitere Zukunft zu denken, an eine Zukunft sonnig und sorgenlos, an eine Zukunft ohne Faktencheck, keine Wettervorhersage, keine Erfahrung, kein Wissen kann ihn dazu bringen, an die heitere Zukunft zu glauben. Die Menschen sind von ihren Genen her so programmiert, dass sie an die Sonne glauben, wie gestern und heute, und nicht an die Gewitter von übermorgen. Eben deshalb muss jeder Nachrichtensprecher freundlich reden, wenn er vom Weltuntergang redet. Sonst wird umgehend abgeschaltet. Und das wäre wirklich eine Katastrophe für die Quoten. Und eben deshalb tut auch die Politik gut daran, für die Wähler und Wählerinnen die Sonne nie untergehen zu lassen. Und das auf tiefstem Niveau. Deutschland hat gewählt, na, dann Mahlzeit. Aber wir glauben nicht, dass nur wir hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Allerdings wissen wir, dass es so, wie es bisher gegangen ist, nicht weitergehen wird. Die Wählenden haben die Rechnung ohne die Wirte gemacht. Für uns heißt das, für euch, für alle heißt das, nachrechnen. Der Rechnung, die man uns präsentieren wird, misstrauen. Und immer wieder nachrechnen. Skeptisch bleiben. Heiter bleiben. Es muss Freude machen, auf der Straße zu sein. Köpfchen zeigen. Oben bleiben. Genau, sag ich doch. Wir haben ja diese Sonderfahrt zum Stuttgarter Stern, auf die ich nochmal aufmerksam machen möchte. Es gibt einen Reiseplan. Und wenn der Zug am Samstag, den 28.09. unterwegs ist, sollten alle, die es irgendwie können, ihn an diesen Orten begrüßen. In Kronwestheim, Winnenden, Fellbach, Feuerbach und der Türkei im Hauptbahnhof, Feigen, Bebingen, Bahnstrecken rund um Stuttgart, Stuttgarter Stern. Es gibt keine Karten mehr, nur noch eine.
Die würden wir verlosen dann irgendwie oder verschenken irgendwie irgendeinen armen Schwein vielleicht. Okay, das sollte gesagt sein. Die Radfahrer habe ich begrüßt. Die Spaziergänger habe ich begrüßt. Dass wir nachher über die Lautenschlager Straße und die Theo gehen zum Marktplatz und am Marktplatz den Farbenstreich machen und anschließen. Ich sage gar nicht. Anschließend die Demo, damit ich das nicht vergesse, ist die Wahl des Finanzteams. Jetzt werden wir noch demokratischer als die CSU. Anschließend die Wahl des Finanzteams im Forum 3. Und jetzt bin ich zu mir, Marc Braun, von der Initiative S-Bahn-Chaos. Also er hat es nicht verursacht. Das sind die Leute, die 10.000 Flugblätter verteilt haben und nochmal 10.000 verteilen werden und ebenso sagen, Köpfchen zeigen! Oben halten! Danke. Schön, schön euch zu sehen. Demokratie von unten, sehr schön. Gestern war Standarddemokratie. Ich habe eine kurze Ankündigung nur. Am 9. Oktober ist S-Bahn-Gipfel und wir haben bereits 10.000 Artikel von dem Sonderdruck implodiert die Stuttgarter S-Bahn verteilt. Und wir wollen nochmal 10.000 verteilen. Und wir wünschen uns, dass ihr mithelft, dass wir an den S-Bahn-Stationen morgens die S-Bahn-Kunden informieren und dass die wissen, warum die S-Bahn demnächst zusammenklappen wird. Die VVS glaubt es immer noch nicht. Und es wäre schön, wenn ihr euch bei uns meldet. Ihr könnt uns über die Internetseite erreichen, www.s-bahn-chaos.de. Wichtig auf den 9. Oktober hin, den S-Bahn-Gipfel, die Leute zu informieren. Helft uns. Danke.